Herzlich willkommen, lieber Stier, zur Horoskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 12. bis 18.11.2018 und schauen, welche Energien für dich in dieser Woche wichtig sein könnten. Du schaust, was für dich in deiner Situation hilfreich ist, darum geht es. Was nicht passend ist, mach das bitte auch nicht passend. Dafür ist es nicht gedacht. Du sollst dich davon nicht abhängig machen. Du sollst dich einfach nur inspirieren lassen, was dir in deiner Situation weiterhilft. Ja? Also... Und ja, was du damit anfängst, ist natürlich höchstpersönlich deine private Angelegenheit. Mich interessiert es nur immer, inwieweit das für euch hilfreich war. So, dann gucken wir mal, welche Energien von außen kommen. Vier der Kelche. Vier der Kelche ist so eine Schmollkarte. Jemand ist unzufrieden. Jemand sieht gar nicht, welche Möglichkeiten er hat. Er regt sich nur über das auf, was schiefgelaufen ist. Da gibt es viele von. Da gibt es ganz viele von, ja, und von daher keine außergewöhnliche Energie. Das kommt von außen. Dann gucken wir mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche. Dann haben wir deinen Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was Gutes für dich, was nicht so Gutes und den möglichen Ausgang. So, dann haben wir natürlich noch die einzelnen Wochentage. Wobei das nicht immer genau der Tag ist, der da benannt wird. Aber wenn du es in der Legung gesehen hast, kannst du es ja, wenn du willst, in deinem realen Leben dann anwenden. Ja, es ist halt einfach wie so ein Kompass und du guckst halt, welche Richtung ist für mich klar und wo kann ich mich orientieren und Hinweise, kleine, schöne Hinweise, die dir weiterhelfen, die dich inspirieren. So, wir gucken natürlich auch, wie du nach außen hin auf deine Umwelt wirkst, welche Energien du da zeigst. Und da haben wir den verwundeten Kämpfer. Das ist die 9 der Stäbe. Das ist jemand, der bis zum letzten kämpft, der ackert und kämpft für das, was ihm wichtig ist. Und das ist eine sehr schöne Karte. Ja. Du stehst für das ein, wofür du dich entschieden hast. Und das ist toll. Gucken wir mal. Dann haben wir den Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Als erstes gucken wir natürlich nach deinen Energien, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und wir haben die 2 der Schwerter. Und damit sind wir unentschlossen, zurückgezogen. Wir wollen nicht nach außen gehen, wir wollen uns nicht äußern. Oder eben ja die Entscheidung nicht treffen. Das Problem ist, du kommst um diese Entscheidung nicht herum, ob du willst oder nicht. Und besser ist es, du nimmst die Augenbinde ab und sprichst darüber mit jemandem deines Vertrauens. Okay, gucken wir erstmal, was dein Wunsch ist in dieser Woche. Gerechtigkeit. Du möchtest Gerechtigkeit für was auch immer. Jedenfalls kann es sein, dass du in der Vergangenheit Ungerechtigkeit erfahren hast und dafür irgendwo das Gefühl hast, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Ja? Und deine Umwelt ist momentan aber anderweitig beschäftigt und zollt dem vielleicht auch nicht genug Aufmerksamkeit. Hoffnung und Ängste, die Hohepriesterin. Das heißt, du vertraust natürlich und das zu Recht auf dein Bauchgefühl. Ja? Dein Bauchgefühl sagt dir immer, was sich gut anfühlt, was dich nicht gut anfühlt. Und du setzt Hoffnungen da rein, dass dich dein Bauchgefühl dahin bringt, ja, wo du vielleicht Gerechtigkeit erfährst, wo du die Entscheidung treffen kannst. Gucken wir mal weiter. Gut für dich in dieser Woche ist die 7 der Kelche. Und die 7 der Kelche ist ja auch eine gewisse Traurigkeit natürlich. Aber es ist auch, ja, die 7 der Kelche ist auch irgendwo sich aufmachen und zu gucken, was ist noch wichtig, was lasse ich hinter mir, ja. So ähnlich wie die 6 der Kelche, dass man sich aufmacht zu neuen Dingen. Du solltest aus deiner Lethargie raus, ja, aber du sollst dir genug Zeit lassen dafür. Wenn du irgendwas hast, worüber du dich aufregst oder worüber du gekränkt bist, dann ist das auch in Ordnung, dass du darüber entsetzt bist, traurig bist, was auch immer. Aber versuche eben nicht in diesem Zustand zu verharren. Nicht gut für dich ist der Stern.
Der Stern ist Hoffnung, ist nach den Sternen greifen. Also solltest du das im Moment jedenfalls nicht tun. Ist auch die Wassermannkarte. Könnte auch bedeuten, dass momentan ein Wassermann für dich eben nicht gut wäre. Als Person oder als Vertrauensperson oder jemand, je nachdem. Das kommt darauf an, wie deine Situation ist. Okay, der Ausgang. Sieben der Münzen. Sieben der Münzen ist, du wartest auf die Dinge, die du vorab gesät hast, dass sie wachsen und gedeihen. Also Geduld. Ja, du musst dich ein wenig gedulden. Der Montag, der Turm. Irgendetwas ist zusammengebrochen. Der Turm ist immer die Karte, die alles runterreißt, was dir nichts mehr nützt, was dich nicht weiterbringt, was ausgedient hat. Seien es Personen oder Dinge oder Vorhaben, wie auch immer. Ja, ich lege das mal so, dann kannst du es besser sehen. Der Turm ist zwar beängstigend, aber er ist oft auch selbst herbeigeführt, weil das vielleicht der Wunsch ist, dass Dinge nicht mehr so bleiben, wie sie waren. Veränderung. Oder es ist halt einfach so, dass es einfach nicht geht, ja, auf die Dauer. Wir gucken erstmal weiter. Was haben wir denn am Dienstag für den Stier? Den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist Enthusiasmus, ist ja, Leidenschaftlichkeit, Brennen für eine Idee, eine Sache. Der Ritter der Stäbe ist aber oft auch nicht dauerhaft leidenschaftlich oder ja, da voll dabei. Ja. Der ist manchmal ein bisschen kurzlebig. Also, ne? Also wenn du dir davon irgendwas versprichst, guck es dir erstmal in Ruhe an, lass dir Zeit, überstürze nichts. Oder wenn das eine Person ist, warte erstmal ab. Mittwoch, 3 der Kelche, kann Feierlichkeiten sein, kann aber auch eine Dreiecksbeziehung sein. Gucken wir da auch erstmal weiter. Donnerstag, Eremit, Rückzug, ist die Jungfraukarte, ist die Schätze in sich selbst suchen. Also gar nicht nach außen gehen, sich ein bisschen zurückziehen und ja, die Dinge in sich selber suchen. Hier vielleicht auch nach den Fehlern im System suchen oder was man in Zukunft vermeiden möchte. Also man ist so ein bisschen in sich gekehrt. Das ist ja auch nicht schlimm. Am Freitag haben wir die 5 der Schwerter. Das kann Konflikt bedeuten, Auseinandersetzung, verbale Auseinandersetzung. Ja. Vielleicht geht es da um Ungerechtigkeit. Und das, was dir zugesetzt hat, vielleicht ist da auch eine Klärung möglich. Aber wir schauen erstmal. Am Samstag haben wir die 5 der Stäbe. Das ist Wettbewerb. Wettbewerb kann, wie gesagt, im sportlichen Bereich sein, kann aber auch sein, dass man zum Beispiel für die gleiche Person schwärmt und dass man eben nicht der oder die Einzige ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch umgekehrt sein kann, dass du mehrere Mitbewerber hast oder Bewerberinnen und dich nicht entscheiden kannst zum Beispiel. Am Sonntag haben wir den Page der Stäbe. Eine schöne, junge, kreative Energie. Fokussierung, das ist gut. Sich auf etwas fokussieren mit Leidenschaft. Die Entwicklung vorantreiben, ja. Und Feuer ist auch immer zielgerichtet, ja. Also auf eine gewisse Sache hin. Gucken wir jetzt erstmal, warum die 2 der Schwerter hier, die Unentschlossenheit, der Rückzug bei dir ist. Du möchtest in ruhigere Gefilde. Dir ist das vielleicht alles zu viel. Der Stern, nochmal, der war nicht gut für dich hier. Und ich denke, dass du dich vielleicht von einem Wassermann entfernen möchtest oder eben von der Energie. Ja? Du hast den Wunsch nach Gerechtigkeit und kämpfst dafür. Du hast die Energie allgemein hier auch schon, die 9 der Stäbe. Und mit Leidenschaft. Du kämpfst mit Leidenschaft für Gerechtigkeit. Also das kann natürlich sein, du bist ein Stier, der, ich sag mal, erdgebunden ist, der pragmatisch ist. Und wenn du etwas mit Leidenschaft angehst, dann steckt da schon eine ganze Menge hinter. Hoffnung und Ängste, das Bauchgefühl sozusagen. Wir haben den Ritter der Münzen, das ist deine Energie, Erdenergie. Mit Disziplin langfristig zum Erfolg, aber auch Ruhe. Also denk dran. Du kannst kämpfen, du kannst mit Leidenschaft kämpfen, auch bis du ausgepowert bist. Aber denk dran, wenn du nicht ausgeruht bist und ausgepowert bist, dann kannst du nicht mehr so gut kämpfen. Deswegen gönn dir auch entsprechende Ruhephasen.
Sieben der Kelche, Obsession. Für was? Herrscherin. Kann bedeuten, irgendeine Sache, ein Projekt oder auch, ich sag mal, eine Person, für die du leidenschaftlich brennst, mit der du dir eine Zukunft vorgestellt hast, das hat nicht funktioniert und ist jetzt obsessiv geworden. Das heißt, du willst das irgendwie mit Gewalt und bist traurig, dass das eben nicht funktioniert. Alles, was man versucht, mit Gewalt durchzusetzen, funktioniert nicht. Lass dir das gesagt sein. Das ist für dich eine Bürde. Ja? Der Stern, möglicherweise ein Wassermann oder eben ein Luftzeichen, ist nicht gut für dich. Du solltest möglichst gucken, dass du schnell von dieser Energie dich entfernst. Das wirst du auch schaffen mit der 6 der Stäbe. Ausgang ist die 7 der Münzen. Das heißt, du bist der König der Münzen und hast alles im Griff, was deine Stabilität und Sicherheit betrifft und hast auch noch finanziellen Erfolg. Also was das betrifft, wird es dir auch in naher Zukunft sehr gut gehen. Also es wird nicht so dramatisch irgendwie sein. Jetzt haben wir hier den Turm. Da versucht jemand mit irgendwas davon zu kommen. 7 der Schwerter jongliert. Ich hoffe, das bist nicht du. Du hast den Turm herbeigeführt, es war dein Wunsch. Ich glaube, dass du jemanden, der tricky war und der versucht hat, ja, irgendwie davon zu kommen, dass du den sozusagen vor die Tür gesetzt hast oder sie. Mit Leidenschaft am Dienstag, Gericht, Urteil. Du wirfst diese Bürde ab, beziehungsweise diesen Betrug und ziehst dich zurück in deine super vier Wände, deine Familie, deine Freunde halten zu dir. Das ist toll. Damit hast du dann natürlich was zu feiern. Du fokussierst dich auf dein Ziel, dein persönliches Ziel und arbeitest daran. Super. Am Donnerstag haben wir den Eremiten. Das ist dieses Gedankenchaos. Das solltest du sortieren. Du solltest wirklich schlechte Gedanken aussortieren und dich auf die Dinge fokussieren, was wir hier hatten. Ja? Und das schaffst du auch. Königin der Münzen. Freitag, wörtliches Gefecht oder irgendwas, eine Auseinandersetzung. 3 der Stäbe, du schaust schon zu einem neuen Horizont. Du hast Dinge für dich ja schon in Gang gesetzt und wartest jetzt, dass du die Ernte dann einbringen kannst. Aber es macht dich trotzdem traurig und das kann ich auch verstehen, wenn dich jemand dann verbal angeht. Ja. Du hast dann am Samstag die 5 der Stäbe. Auch wieder Verteidigungsmodus. Es geht um die Stabilität und Sicherheit. 10 der Stäbe, das wird wunderbar. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, dass du da irgendwelche Einbußen hast. Du wirst dein Hab und Gut, deine Sicherheit verteidigen. Und am Sonntag hast du ja die Fokussierung auf dein Ziel, auf das, was du vorhast. Und ich glaube, ein König der Stäbe wird dich dabei noch unterstützen. Also ein Feuerzeichen. Widder, Löwe oder Schütze. Also es sieht alles sehr gut aus, wenn auch nicht sehr angenehm, aber du wirst die Dinge überwinden. Du hast hier wirklich die 10 der Münzen und die Sonne und ich glaube, dass du dich da sehr gut zur Wehr setzen kannst. Ja? Und das ist gut so, lieber Stier. Du hast es dir verdient. So, dann haben wir die Karte Geduld als Orakelkarte. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Ja, und wenn du dich an die Regeln hältst, dann bist du auch immer der oder diejenige, der oder die dann den Erfolg davon trägt, ja, wenn man sich an gewisse Regeln hält. So, ich habe jetzt 2 Karten hier gezogen, die wollten beide raus, einmal Kraft und einmal Gelassenheit. Kraft. Die Engel erinnern dich daran, dass dein innerstes Wesen etwas Göttliches ist, also lasse dich von niemandem herabsetzen. Wenn du ganz ruhig und gelassen und mit dir selbst im Reinen bist, dann bist du stark. Denn dann kann niemand dich beeinflussen oder aus der Fassung bringen. Die Botschaft deiner Engel lautet, finde das ruhige Zentrum in deinem Inneren, heile deinen Zorn, reinige deine Emotionen, verlass dich auf dein eigenes Urteil und triff deine eigenen Entscheidungen. Wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, förderst du damit dein spirituelles Wachstum, also sei stark und stehe auf eigenen Füßen. Wahre Macht beruht auf innerer Stärke, Selbstwertgefühl und Zuversicht. Nimm dir heute die Macht und die innere Kraft, die dir zusteht. Die Affirmation, ich bin ruhig und gelassen, selbstsicher und stark.
Toll. Und die zweite Karte ist Gelassenheit. Gelassenheit bringt inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Wenn du gelassen bist, bist du ganz du selbst. Dann kann nichts und niemand dich mehr beeinflussen, ärgern oder aus der Fassung bringen. Dann bist du wie ein klarer See mit ruhiger, unbewegter Oberfläche. Du bist wunderschön und erfüllst die Menschen mit innerem Frieden. Deine ruhige Ausstrahlung bietet allen, die in deine Aura eintreten, Hoffnung und Unterstützung. Du ziehst den Respekt und die Liebe anderer Menschen an, denn sie fühlen sich durch deine Gegenwart beruhigt. Wenn du innerlich ganz still und gelassen wirst, trittst du mit den höheren Mächten des Universums in Kontakt, die dir göttliche Führung zuteil werden lassen. Dann ebnet sich dein Lebensweg, alles geht wie von selbst. Bitte deinen Engel in aller Ruhe, dir Gelassenheit zu schenken. Die Affirmation: Ich bin ganz ruhig und gelassen. Wow. Ja, lieber Stier, ich glaube, dass du das so als Grundeinstellung sowieso hast. Aber in manchen Situationen, dann fliegt man auch dann aus der Hose, wenn dann irgendwas passiert, was einen furchtbar ärgert. Das kann ich gut verstehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft, viel Gelassenheit, Geduld und natürlich den Erfolg, den du dir verdient hast. Wenn ich dir damit ein bisschen helfen konnte, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Und dann, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und schauen, wie das Ganze weitergeht für dich. Alles Liebe für dich, bis bald. Tschüss.